Hallo und willkommen zu den Trainingstipps. Wir zeigen heute, wie man dem Pferd beibringt, im Spin auf dem inneren Bein zu drehen. Und weil die Larissa reitet, erkläre ich euch, was die Larissa macht. Viel Spaß damit! Um das Pferd besser auf die Hinterhand zu bringen im Spin, kann man das einerseits über das Tempo regeln, weil begabten Pferden klappt das auch. Aber für uns ist es ja oft so, dass wir nicht ganz so begabte Pferde haben, mit Ponys halt oder auch Pferde, die wir eigentlich ganz billig bekommen haben, weil die teilweise unreitbar waren. Und die kann man halt unterstützen über so eine Art Travers in der Volte. Das Travers seht ihr hier gerade und aus diesem Travers dreht sie dann an. Und so kann man den Pferden begreiflich machen, bitte nimm das Gewicht auf das innere Hinterbein. Die drehen ja immer gerne auf dem äußeren Hinterbein, jetzt zum Beispiel, jetzt aber nicht mehr, jetzt ist es schön. Nun, dieses Lehnen aufs äußere Hinterbein kann man so ganz gut erklären. Jetzt geht es in die andere Richtung, das ist das Travers, Gruppe hereingenannt. Das Pferd ist in die Bewegungsrichtung gestellt beim Seitwärts und dann kommt die Drehung und tada, richtiges Bein und schon wieder richtiges Bein. Das ist halt eine ganz, ganz tolle Erklärungshilfe, wenn man zum Beispiel den Cutting-Pferd hat, was eigentlich eher auf dem äußeren Hinterbein dreht. Das war's für heute.